Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Wir sind immer noch in der Stadt Triglav, nachdem wir in den letzten Folgen Maxwell, also dem wahren Maxwell, kaputt gehauen haben. Allerdings, ja, haben sich Gaius und Muse gezeigt und den guten alten Maxwell als so eine Art Batterie oder Akku für die Lanze von Kresnik benutzt und haben jetzt was weiß ich vor. Dann hat uns Gaius in ein Dimensionsloch geschickt und wir sind hier in Olympius gelandet. Krass, ne? So, jedenfalls, hier ist ein Skit. Cousin Balan. I can't stand to hear Balan prattle on like that. Really? I find him quite interesting. He's been that way since he was a kid. That's how I knew it was him right away. He's strange, but he's really nice. I know. Unlike me. Nobody's saying that. But watch yourself around him. He has quite a mean streak. Do something embarrassing and he won't ever forget it. He'll torment you with it till your dying day. Like what? If he told you half the dirt he had on me, I'd never be able to show my face around you again. Just thinking about it makes my skin crawl. You guys seem really close. Well, I guess we were friends. Noch eine schlimmere Meinung können wir eigentlich nicht mehr haben. What's that? You jealous? Absolutely not. You don't know what you're talking about. Ja. Jules Fäuste, die hauen alles weg. When did my hands get so covered with blisters and scars? That's quite a layer of calluses forming around your knuckles. Yeah. Probably from all the people I've hit. Didn't you want to be a doctor? Leute? That's kind of ironic. Do you regret this? No. These calluses are proof that I'm striving to do the things I need to do. That's the spirit. They prove you're no quitter. A man's hands always reflect the path he's walked in life. You have the hands of a true man. Your calluses are the coolest. I'm going to keep fighting until I have calluses too. Okay. You guys are the best. So, na mal skit. Na los, komm. Komm mit mir, Bro. Nein, okay. Ja, aufleveln, haben wir. Haben wir ja so abrupt abgebrochen. Wen müssen wir noch aufleveln? Elise. Ja, klar. Ja. Ich sollte mir vielleicht mal angucken. Die KP um 20%. Das könnte sogar nützlich sein, weil sie hat erheblich weniger KP als der Rest. So, Elvin, mein Freund. Du kommst als nächstes. KP plus 15%. Na bitte, da ist doch das, was ich gesucht habe. Was haben wir noch? Aufladen plus 3. Ermöglicht eine zusätzliche kumulierbare Aufladung an einen extra Angriff, solange du aufgeladen bist. Geil. Also so einen normalen Angriff. Oder was? So mit X. Satz mit X. Erwache bei einem K.O. mit 40%iger Wahrscheinlichkeit wieder zum Leben. Funktioniert nur einmal pro Kampf, genau. Aber ich suche jetzt erstmal den Schlüssel. Den Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Ersatzbank? Nein. Der Schlüssel, wo ist der Schlüssel? Da ist der Schlüssel. Schnellladung, Ladegeschwindigkeit erhöhen. Oh, cool. Solche Sachen finde ich immer gut. Das wird nicht mehr reichen für unten. Aber nein, das wird auch nicht reichen. Verdammt. Ja, komm. Das muss so oder so hier. Verdammt, das reicht auch nicht. Was ist das denn? So, dann bist du Leia, ja. Die müsste auch noch was haben. Mein Gott, wie habe ich die denn aufgelevelt, ey? Mit der Hast. Wo ist das? Dingen? Hallo? Ja, natürlich immer erst die letzte Ecke, wo ich vorbeischaue. Zack. Warte mal, Multi-Objekt. Stärkende Objekte für Einzelpersonen können für alle Mitglieder verwendet werden, sind aber dann noch halb so effektiv. Ja. Apropos Objekte, da habe ich doch was herausgefunden. Wird aber wahrscheinlich etwas dauern, bis ich es mal umsetzen kann. So, mehr KP. Weil der letzte Bosskampf gegen diesen verdammten Maxwell war doch schon ganz schön happig. Deswegen muss ich wohl etwas hier auf die Level achten. So, Ausdauer, KP. So, ach du Kacke. Aufladen. Du hast doch hier Aufladen 3. Was nehmen wir denn da weg? Oder das hätte ich doch gerne. Für einen normalen Angriff, einen feinen magische Krankheit, TP wieder.
5 Sekunden Tatenlosigkeit. Ja, komm. Hier aufladen. Und naja. Überschreitungsverlängerung. Und Multiobjekt. Geht nicht. Nicht. Und direkt 2 neue Titel. Okay. Dann gucken wir uns mal hier in der Stadt um, weil das soll man ja machen, ne? Ja, sieh dich in der Stadt um, das mache ich doch. Du hast eine Quest, das sehe ich an dem Ausrufezeichen. Nach über 60 Jahren als Koch habe ich mich schließlich zur Ruhe gesetzt und mein Restaurant meinen Sohn überlassen. Ach, da ist das Kabel. Das ist jetzt einen Monat her und ich denke immer noch ständig ans Essen. So siehst du aber nicht aus. In der letzten Zeit habe ich interessante Gerichte bei einem neuen Gericht namens Krokettenpuffer gehört. Da müsste in der letzten Zeit stehen. Ach, jetzt haut das einfach ab, nachdem ich es erkannt habe, ne? Ich würde es gern probieren, aber ich kann es nirgendwo finden. Könntet ihr es für mich finden? Ja. Vielen Dank, dass ihr einen alten Mann wie mir seinen dummen Wunsch gewährt. Jetzt, wo ich im Ruhestand bin, habe ich von allem Zeit. Ich warte hier, bis ihr soweit seid. Okay, da ich ja immer alles wie verkaufe, müsste ich eigentlich schon einen haben, ne? Ja, krieg so ein kleines. Tschüss. Das ist ein Krokettenpuffer? Was für ein ausgezeichnetes Konzept. Was für eine fabelhafte Ausführung. Mit jedem Bissen kann ich die jahrelangen harten Arbeiten des Kochs und seiner Leidenschaft für die Kochkunst ausschmecken. Ich war ein Dummkopf. Ich hätte mich niemals zur Ruhe setzen dürfen. Ein Koch ist nicht wirklich ein Koch, wenn er nicht in der Küche stirbt. Dank euch habe ich mich in der Leidenschaft erinnert, die meine kulinarischen Ambitionen inspiriert haben. Cool Story, Bro. Okay, und der ist weg. Er ist direkt wieder in der Küche. Wir haben Pfeile erhalten, was? Aber ich habe doch keinen Pfeil- und Bogenspezialisten. Boah, der Popschutz, ne? Komm ich mal mit der Nase in, das juckt so und dann muss ich niesen. Und da will ich nicht. Bäh. Stehe an der Nase jucken. So. This city sure is strange. Yeah, I feel like there's something missing. Natur? Boah, bin ich gut. Let alone a tree. Is it because they're using Spyrix? More likely because there aren't. Nicht mal annähernd, genau das richtige Wort. As the spirits became scarce, all signs of nature withered with them. Olympias is in its death throes. So this world needs spirits. What was that? Nichts. Alvin, what does that poster say? Support the Otherworld Reactor Plan. They were probably put out by a union of Spyrex using merchants. It sounds like they're really dependent on Spyrex. You look like a deep-pocketed lot. Help us pull the plug on the reactor plan. Tell me, old-timer, why do you need donations to stop the plan? Filing official protests with the government isn't free, you know. Phew! Did you take a bath in booze today? What's the deal with this doll? Count me in. I want to stop the Otherworld reactor plan. Jude, wait. Ja, genau. Gib ihm ruhig unsere 250.000 Galt. So viel müssten wir, glaube ich, haben. Wir haben eine Menge Geld bekommen von Maxwell. With Muse's power at his disposal, they could show up on this side at any moment. That's true. Jede Sekunde. Ach so. Ich dachte, die sind jetzt weggekommen. Ja gut, und wir haben kein Geld verloren, Gott sei Dank. Ja, 265.000 Geld. Elvins Heimkehr. Was hast du dazu zu sagen? Ja, wir sind ja auch irgendwie fremd hier, Mila. You don't sound too happy about it. Didn't you want to return here more than anything? Well, I thought I did. I wonder why I wanted to return to this doomed world. It is true that its spirits have withered and its plants and animals are disappearing. But Olympias isn't over yet. The people here brought this upon themselves by using Spyrix. You aren't even the real Maxwell. Do you really intend to save humans like that? Yes, this is a human problem. And as you know, I'm quite fond of humans. Whether I'm Maxwell or not is beside the point.
I see. Glad to hear it. Ja. Was sich also nichts geändert, sondern wir haben ja einen Shop und da auch. Und wir holen uns erstmal Waffen und Rüstungen. Aber erstmal ballern wir alles Mögliche rein. Zum Beispiel Fisch. Oder auch nicht. Dann Käfer. Ja, Käfer. Und dann war es 5. Ja, und ich gehe immer noch nach diesem Level-System vor. Oh, geil. Tyrannenfaust, Ogre, Zerschmetterer. Das klingt alles sehr heftig. Tiere. Wir haben Tiere. So. Aber wir schaffen es wirklich aufzuleveln. Intelligenzring. Ja, vom Lebensmittelländer, da kriegen wir doch nichts mehr, ne? Ja, ist klar. Hierfür haben wir natürlich das meiste. Ich kann nicht rechnen. Ist so spät. Und wir bekommen immer noch neue Rezepte. Geil. Und auch wenn das schon viel zu weit weg ist, viel zu hoch ist. Viel zu weit weg. Hä? Was labert der da? Und Level 65. Aber Rüstung ist ja auch das Wichtigste, meiner Meinung nach. Immer schön auf Rüstung gehen. Und dann... Ah, toll. Dann kaufen wir mal Zeugs. Erstmal Waffen. Erstmal, wer hat hier noch nicht... Hä? Du hast schon, wie konntest du... Hä? Warum hast... Hä? Warum hast du aktuelle... Okay. Ich bin verwirrt. So, du hast nicht aktuell. Arachnophobie. Was? Habe ich auch. Glaube ich. Ich ekel mich vor Spinnen jedenfalls. Und zack. Ja, sieht so aus, als müssten wir nicht so viele Waffen kaufen. The letters in the Olympian alphabet seem quite similar to the ones we use in Risa Maxia. They're fundamentally the same. Get used to the cosmetic differences and you'll be items. Reading fluent Olympian. Ich brauche erstmal Items. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was er gesagt hat. Aber es klang interessant. Schmanker, wow. Aber wir haben ja Geld, ne? Und hoffentlich klappt das auch mit den Autoobjekten. Ey. Hoffentlich klappt das auch mit den Autoobjekten. So wie ich das herausgelesen habe. Oh, komm hier, meinetwegen. So, dann. Rüstung. I suppose it takes a gentleman of considerable years to pull off a look as splendid as this. Ja, ich habe doch noch gar nichts gekauft hier, Mann. Ihr verderbt hier die ganze Stimmung. Ja, Platin-Schutz haben alle. Ey, wieso haben wir schon alles aktuell? Kann doch gar nicht sein. Ja, schon schlechter. Wie kann er denn schon einen Goldhelm haben? Hat er hier offscreen hier was gekauft oder was? So, Elise, du hast die Bänder, weiß ich. So, hier klappt das mit dem Ausrüsten, aber... wieso kannst du nicht aus... Ärztehut, oh. Aus der Scheibe ertönt Musik, oder auch nicht. Was? du kannst auch nicht hier. Mein Gott, Leute, was ist denn los? Na, warte. Rüstung. Nee, ich glaube, mehr habe ich nicht. Doch, hier. 1, 2, 3. Kraut. Ist nicht so gebracht, okay. Dann Fisch habe ich auch nicht, ne? Nee. Nee. Aber ich könnte ja mal Geld hier reinballern. Wow. Wie viel müsste ich da reinballern? 100.000! Ja, so sehe ich auch aus. Ich bin zwar bescheuert, aber nicht geistesgestört. Glaube ich. So, was haben wir hier noch? Später. Oh, wir haben gleich schon zu Ende gepartet. Dann parten wir uns hier mal. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.